Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier im Digi-Szenario und fahren jetzt erstmal nach ganz unten runter hier. Wir wollen ja eigentlich auch mal die Straßen nutzen, nur so schon gebaut haben. Dann können wir sie natürlich auch mal nutzen. Oh, da hat einer was in den Weg gestellt. Na, das ist ja so zauberhaft. Na gut, okay. Ne, müssen wir hier mal. Warte, hier müssen wir doch durchpassen, oder? Ja. Eieiei. Okay, na, aber gut, dass wir hier so viele Reparatur-Heinis haben. So, hier steht also überall was rum. Was gar nicht mal so gut ist. So, ach so, ja, jetzt wo ich das gerade sehe hier, aber ich will jetzt. Puff, da auch noch gegenfahren. Komm, das lassen wir lieber mit dem Auto fahren hier. Das kriegen wir nicht hin. Wir wollen hier unten jetzt ein bisschen die schwarzen Löcher bekämpfen noch. Das ist quasi so mein großer Auftrag, den ich heute habe. Den ich gerne noch umsetzen wollen würde. Und falls ihr im Hintergrund was Morzen hört, die Katze, die hat gerade wieder lecker Futter gekriegt. Und deswegen möchte sie sich bedanken bei mir mit einem kleinen Konzert. Das macht er gerne mal, der kleine Mietz. Aber das soll uns nicht weiter stören. So, gut, das haben wir jetzt hier. Dann können wir jetzt hier 1, 2, 3, 2, Platz, 1, 2, 3, 2, Platz. Jo, speichern mal, danke. 2, 3, so. So, dann haben wir das hier schon mal abgestützt. Und dann müssen wir jetzt hier eigentlich nur noch schnell die Stütze mal in die Mitte bauen. Und damit das dann hier nicht uns zusammenbricht. Und dann können wir hier die ganzen Steine entfernen. So. Und da haben wir wieder einen Roboter mit aufgenommen. Naja gut, ist erstmal einer von 1000. Wir haben hier jetzt 1000 Roboter in Betrieb. Und haben die Forschung beendet für die Kobarex-Anreicherung, sind jetzt dabei den Kernbrennstoff, die Aufbereitung vom Kernbrennstoff hinzubekommen, damit wir dort ein bisschen was Schönes oder das noch aufbauen können. Und ich hoffe, dass in der Zeit jetzt die 40 Uran dann da sind, die wir brauchen, um dann 41 draus zu machen. Hätte ich bis jetzt noch keinen verwendet, hätte ich die 40 Uran. Na gut, okay, ist mir so eingefallen, wo ich da jetzt mal drüber nachgedacht habe. Ja, ich will ja die 40 haben und so. Wie hast du denn verbraucht? Und ich habe genau 3 Stück verbraucht. Und wir haben 37. Schade. Na gut, ist halt so. Kannst du nicht ändern, kannst du machen, nix. Ist halt eben passiert. Und da müssen wir jetzt erstmal mit leben. So, wie ihr seht, ich habe wieder neu geladen zwischen den Spielständen. Lag aber daran, dass ich eben gerade auch, wie ich den Kater gefüttert habe, für mich selber ein bisschen was zu essen gemacht habe. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Man muss ja auch ein bisschen was zum Überleben seiner eigenen Art tun. Also nicht seiner eigenen Art, aber seines eigenen Lebens. Oder wie soll ich das jetzt am dümmsten ausdrücken? Klingt alles doof. Sein Überleben sichern. So. Genau, das wollte ich sagen. Das klingt einigermaßen so, als wenn man das sagen könnte. Warte mal, wir müssen mal den automatischen Abfall anmachen. Wupp, so. Geht das schon wieder los hier. So, gut. Damit, das war Nummer 4000 übrigens. Der 4000ste Kill. Ja, wir waren live mit dabei. Wir haben den 4000sten. Können wir da mal gucken in der Killstatistik. Jetzt K soll man dazu hier drücken. Alles. Von 4000 sind 2000 kleine Beißer, 800 mittelgroße Beißer, 700 kleine Speier, 222 mittelgroße Speier, 89 große Beißer und 50 große Speier. 89 hatten wir davon erst, okay. Da hätte ich jetzt gefühlt gesagt, das waren aber mehr. Naja, gut. Das ist doch schon mal schön. 4000 Kills, 4000 Viecher um die Ecke gebracht. Da kann man sich doch schon mal ein Denkmal setzen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder einen Trophäenraum machen. Wir könnten uns einen Trophäenraum machen. Ach, naja, gut. Dazu müssten wir ja dann auch Trophäen haben. Haben wir nicht. Kriegen wir auch nicht wieder rein. So. Da ist der nächste Kandidat für ein klein wenig Ballerei. Aber das, also das haben wir ganz gut hingekriegt. Also da bin ich immer noch, sagen wir mal, weil ich es halt aus dem Vanilla nicht kenne und ich da immer im Vanilla nicht mit so vielen Aliens spiele. Bin da ja, ich mache da ja immer so ein bisschen das ruhigere Spielen. Ich mag ja eher das Aufbauen, als statt das ganze die Kämpfe und das Tüfteln, wie kann man eine schöne Fabrik bauen oder wie kann man versuchen, das effizient zu machen. Das ist immer so eine Sache. Deswegen da, ja. Da bin ich dann immer ein bisschen mit dabei.
Und schalte mir die Monster halt immer ab. Ich habe das, glaube ich, weiß gar nicht, wo habe ich das mal sogar über die Konsole gemacht. Weil für so auf den Zeiger ging, dass dann dauernd die Viecher ankamen, dass ich über die Konsole die Monster abgestellt habe. Ich glaube aber, wenn du die Konsole benutzt hast einmal, dann zählt dieses ganze Spiel nicht mehr in die Statistik rein, ne? Also dann kannst du keine Errungenschaften mehr freispielen. Was kann ich, ob ich hier jetzt auch Errungenschaften mit freispielen kann oder weil das ein Szenario ist, nicht? Das weiß ich auch nicht. Könnte aber sein, ne? Doch, einiges haben wir gesehen, weil wir, wo wir was geforscht haben oder so. Warte, geht das hier? Einführung brauchen wir nicht. Errungenschaften, hier, Errungenschaften. Naja, so viel haben wir da noch nicht, ne? Bau Lokomotive haben wir noch nie gemacht hier. Na gut, auf den Rechner halt nicht, ne? Sagen wir so, ich hatte schon mal ein paar mehr auf dem anderen Rechner. Und wo es halt eben noch nicht, ich glaube, da gab es das damals schon in dem, noch nicht Steam, ne? Das kam erst mit Steam, ne? Die Errungenschaften. Naja, wurscht. Auf jeden Fall hatte ich da schon, also einige hatte ich auf jeden Fall schon mehr, also gerade bei den Chips und so, da hatte ich ja schon deutlich mehr mal produziert. Wobei jetzt langsam aber sicher die Lust in mir aufsteigt, die 17er Version als Vanilla mal zu spielen, eigentlich bloß um da nochmal durchzukommen. Jetzt mit den Erfahrungen, die ich hier draus gelernt habe, mit den Erfahrungen aus C-Blocks natürlich, und dann das dort mal doch wirklich mal zum Ende zu bringen. Aber da muss ich mal gucken, vielleicht eventuell das als Multiplayer, muss ich mal gucken, ob ich da ein paar Leute zu rekrutiert kriege. Aus meinem Pool aber. Also ihr wisst, braucht jetzt keine Bewerbung schicken. Das wird rigoros erstmal abgelehnt, weil ich momentan auch keine Zeit dazu habe, das quasi alles so umzumodeln und aufzubauen, dass man dass ich da jetzt noch ein paar andere Leute mit in die Crew aufnehme. So, aber zumindest ist da so ein bisschen in mir selber so ein bisschen das Verlangen entstanden, sowas mal zu tun. Und deswegen, ja, muss ich mal gucken, wie ich da vielleicht eventuell den einen oder anderen davon überzeugt kriege, seine Zeit damit mir zu verbringen in diesem wunderschönen Spiel. So. Ja, und wir spielen jetzt hier eigentlich auch nur auf Zeit, weil wir wollen da oben unbedingt das mit dem Gedöns von fertig kriegen. So, dann machen wir hier mal die nächste Reihe hier weg. So. Naja. So kommt jetzt hier eins ins andere. Dann haben wir das hier unten nämlich auch freigeräumt. Dann sieht das hier auch einigermaßen gerade aus alles. Und da haben wir oben zwar noch ein paar wieder Auswuchtungen. Die können wir jetzt eigentlich dann auch mal gerade ziehen. Also mal einmal gerade runter und dann mal gucken, wie weit wir kommen müssen. Dass wir in die Richtung Westen, hätte ich jetzt gesagt. Ist das? Nee, ist das Westen? Warte mal, das ist Osten. In Richtung Osten, also hier oben ist Norden, Osten, Süden, Westen. Nicht ohne Seife waschen. So kann man sich das übrigens merken. War so eine Eselsbrücke, die mir irgendwie der Heimatkundelehrer zu Hause mal mitgegeben hat. Naja. Warum auch immer. Er das so getan hat. Jedenfalls gibt es da dann durchaus die Möglichkeit dort auch nochmal dann das gerade zu ziehen, weil das ja hier so ein bisschen übersteht und dann, dass wir das hier oben noch so. Und dann haben wir eigentlich einen relativ zentrumnahen oder zentrischen Markt, der sehr, sehr nah am Zentrum steht. Ich hoffe ja immer noch, dass ich hier irgendwo in diesem schwarzen Loch noch einmal Öl finde. Bis jetzt haben wir nur Blut gefunden hier, was hier am Boden rumliegt, hier von so einem Spucker ist das, glaube ich. Was da übergeblieben ist. Naja, werden wir mal gucken. Zu tun gibt es jedenfalls noch genug. Wie gesagt, also ich will jetzt erstmal das Energieproblem komplett von einem 4 Stück hinter einem Stein. Da los. Das erstmal lösen und das alles erstmal weghaben, damit dann nicht noch irgendwelche anderen Blödsinn passiert. Und wieder alles so verlangsamt wird, wenn ich das jetzt hier noch wieder erweitere mit weiteren Erzförderern, dass dann gar nichts mehr geht. Ich weiß aber auch nicht momentan. Achso, kann ich gar nicht auf die Energie gucken, weil ich keine Energie in der Nähe habe. Wo habe ich denn den nächsten Strom, was den ich mal fragen könnte? Da. Wie sieht es denn gerade aus? Ja, es sieht nämlich auch danach aus, dass unsere Akkumulatoren halt nicht vollgeladen werden können, weil nicht genügend Energie dort ist. Momentan ist noch sehr, sehr viel. Wie viele sind denn von den Robotern unterwegs? Alle. Einen habe ich schon wieder. So. Das ist natürlich auch so eine. Warte mal, hier ist ein. Nee, hier ist noch eine. Da ist der Gang. Alles klar. Also hier ist eine noch. Eine Fabrik noch. Das müssen wir jetzt mal schnell einbauen hier. Da
dann kommt der Gang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste hier die nächste starten. Jetzt ist irgendwas, da ist es faul. Hier startet die nächste. 1, 2, 3, was? 1, 2, 3, 4, 5. Ach, der steht falsch, alles klar. Okay. So sieht das gut aus. So kann man das machen, alles klar, okay. Gut, Hammer. Dann geht's hier weiter. So. Haben wir schon wieder verzählt gehabt. Naja, passiert. So. Ja, ich hoffe einfach drauf, dass jetzt hier in den nächsten zwei Folgen spätestens die Geschichte fertig ist. Wir werden auf jeden Fall dieses Energiegewinnungszentrum quasi hier oben noch weiter ausbauen. Ich weiß, dass ich da oben noch mit Wasserpumpen ein Problem kriegen werde, dass ich gar nicht genügend Wasser ran schaffen kann, um genügend Energie herzustellen. Da muss ich auch nochmal dran, dass ich da denn die Wasserpumpen dort oben ordentlich organisiere und das ordentlich durch Rohre dann hinschicke, wo es hingehört. Na kommt, jawohl, und tot, sehr schön. Aber der eine hat ja ordentlich an der Mauer rumgebissen. Ich weiß gar nicht, ob genügend Werkzeug noch vorhanden ist oder ob ich das mal auch irgendwo herstellen muss und mal wieder neue Werkzeuge reinlegen muss, weil wenn ich mit dem Auto hier durch die Base fahre, das haben wir ja am Anfang der Folge gesehen, dann mache ich sehr, sehr viel kaputt. Die nächsten Monster sind da. Hey. Ah ja, noch ist Werkzeug da. Da war nämlich gerade der Bauroboter mit Werkzeug hier unterwegs und hat uns das gezeigt, dass das geht. So. Na komm, raus mit der Matrix hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Also das schwarze Loch werden wir jetzt hier die Woche durchkriegen und dann haben wir auf jeden Fall mit dem Ding geschafft. Dann wollen wir ja das oben neben dem Market noch endlich mal gerade ziehen, dass das dann einigermaßen so aussieht, dass man da auch weiß, was da mal passieren sollte oder was das ist und dass das da einigermaßen im System ist und da keine Steine mehr rumstehen. Und dann haben wir die ganzen kosmetischen Arbeiten gemacht und dann hoffe ich einfach drauf, dass es in dieser Zeit Energie gibt. Atomenergie. Oh, ich bin da richtig gespannt drauf, was man da so alles noch bauen muss für. Und jetzt habe ich auch ordentlich Robbys eingesammelt. Vor allem viele Incoming, ne? Also welche, die jetzt gerade zu mir gekommen sind, um was abzuholen zu wollen. Da rennt der noch weg von mir. Na, das ist ja eine ganz dämliche Idee gewesen. So. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Dann können wir hier setzen. Da können wir setzen. Dann hier. Und hier. Können wir ja da auch schon einsetzen. Mensch, guck mal an. Da sind wir doch schon gut weit gekommen hier. Dann ziehen wir jetzt hier den Gang durch. Dass wir hier dann... Ich könnte eigentlich sogar schon mal betonieren, damit wir nur genügend Beton dann haben. Damit hier wieder welcher gebracht wird. Ja. Irgendwas wollte ich noch. Also ich hatte noch irgendwas jetzt gerade nicht ein, was ich unbedingt machen wollte. Aber vielleicht in der nächsten Pause, so zwischen den beiden Folgen, dass mir dann da wieder einfällt, was ich machen wollte. Oder. Das ist auch komplett vergessen dann. Das kann passieren. Warte mal. Ach ja, hier war der Gang, genau. Okay. Hab ihm gerade überlegt, wo ist denn jetzt eigentlich denn... Irgendwo war doch hier so ein doofer Durchgang. Hast du dich schon wieder verbaut oder nicht? Aber nee. Der ist hier. So. Achso, das mit den Akkumulatoren wollte ich noch machen, dass ich da 300 von habe. Stimmt. Da wollte ich noch dran. Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Da musste ich ja nur noch ein paar Batterien mehr holen und ähnliches und dann würde das ja gut funktionieren. Ja, Mensch. Manchmal... Hat man aber auch Ideen. Wie so ein Gartenhaus. Meine Mutter hat mal gesagt. Welche Ideen wie ein Gartenhaus. Weiß nicht, was das heißen mag, aber sie sagte es. Also ob die Idee jetzt gut oder schlecht war, hat sie damit, glaube ich, nicht betont. So, hier muss ein Pfeiler hin. Dann wollen wir hier die Ecke mal aufräumen und dann, ach, gleich mal, warte, wir betonieren erstmal hier. Nicht, dass mir hier wieder was auf den Kopf fällt, wollen wir nicht. So, dann ist das erstmal safe hier.
So. Gut. Oh, da kommen aber jetzt ordentlich zu mir hergeflogen. Naja gut, das ist aber auch bei 1000 Robotern dürfen auch ein paar in der Luft unterwegs sein, die uns bedienen. Das ist ja wohl hoffentlich klar. Ich hätte auch nicht gedacht, dass alle immer andauernd unterwegs sind, ne? Also es sind ja wirklich kaum welche. Na, jetzt sind mal 130 in der Box. Na gut, und 46 habe ich noch in der Tasche. Aber es war eigentlich eher so, dass das ein bisschen dauert mit dem, dass sie in der Box sind. Also wo ich sie gerade alle neu... Ja gut, vielleicht habe ich gar nicht genügend Steine in der Tasche, damit die überhaupt meinen, dass die alle zu mir kommen müssen. Na komm, holt mal ein paar neue Steine, kommen sie auch alle angeflogen in Etappen. Vielleicht waren die schon alle auf Abholung gestellt bei mir. Ah, ich habe wieder vier von den Dingern eingesammelt, ne? Ich bin da richtig gut drin, diese Dinge einsuchen und einsammeln. Oh, hier haben wir nochmal Uran. Schön. Strahlende Zukunft. Na, was denn nun? Und tot. Sehr gut. So, dann bauen wir hier die Ecke gleich mal fertig. Huch, das ist zu lang. So. Gucken wir doch mal, wie viel Uran hier unten zu finden ist. Oh, das ist gar nicht mal so wenig, glaube ich. 1500. 1501 natürlich. Aber das lohnt sich schon, dass wir das dann auch mit Abbau nachher, wenn wir hier unten die Bergwerke hinsetzen. So. Sehr, sehr schön. Nee, das ist gut. Das ist okay. Da können wir dann schön am Bergwerk mal reinsetzen. Und dann, wir müssen ja hier sowieso Bergwerke setzen. Das passt schon. Was ist das da oben noch ran? Na gut, das brauchen wir nicht abbauen. Die 200, das... Oh, jetzt habe ich wieder ein Robby aufgenommen. Ja, 20 Stück. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Oder so extrem wichtig, dass wir dafür so viel Ressourcen aufbringen müssen, dass wir das abbauen können. So. Gut. Wir könnten nochmal in die Produktionsstatistik gucken, ob wir dann überhaupt noch genügend Eisenerz produzieren. Das könnte man wirklich mal gucken. So, in den letzten 10 Minuten. Eisenerz 4,7K, das ist die orange Linie. Ja, doch, ist noch okay. Verbrauch wäre die rote Linie, das geht auch ganz gut. Ist das blaue? Ach, das sind die Kupferdrähte. Haben wir hier einen ganz hohen Verbrauch gehabt, da ich glaube ich mal ein paar Chips irgendwo benutzt. Dann haben wir wenig hergestellt. In der gleichen Zeit, merkwürdig. Naja, aber da ist die Produktion ganz gut. Okay. Alles klar. Na gut, das funktioniert noch. Das läuft. Also, ich wüsste, dass die 17er Version, wenn ich die jetzt für dieses Modpack hier oder für dieses Szenario nehme, dann müsste ich auch etliches umbauen, glaube ich. Weil da die Zusammensetzung der Forschungsfläschchen sich geändert hat, glaube ich. Die Rezepte, ne? Wenn ich recht informiert bin, aber da bin ich noch nicht ganz drin. Mich reizt die 17er Version, muss ich ehrlich sagen. Mich reizt es wirklich, sie auszuprobieren. Aber da müsste ich dann wieder verschiedene Installationen auf dem Rechner haben. Für das Let's Play und für mein privates Vergnügen. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht über die Webseite mache. Da mir die 17 Dings hole und die dann nochmal parallel installiere. Weiß gar nicht, ob dann der Zugriff auf die Mod-Ordner ist, glaube ich, der gleiche, ne? Muss ich das auch mal organisieren? Naja, gut, das ist auch nicht wieder schlimm. Der kam nicht mal mehr durch, bist du mir. Wisst ihr noch, wo ich die als gefährlich angesehen habe, die roten, und dachte, oh Gott, was wollen die von mir? Ah, Zeiten, ne? Nein, die Zeiten ändern sich. So, aber wir werden jetzt hier ganz in Ruhe das Ding hier noch leer räumen, dann werden wir, hochgehen, oder beziehungsweise werde ich mal mein Auto suchen. Ich weiß gar nicht, wo ich es abgestellt habe. Ich habe schon wieder so viele von diesen Robotern aufgenommen, was ich gar nicht will. Wir haben noch ein bisschen Uran gefunden hier unten, aber kein Öl erstmal. Das finde ich schade, weil ich hätte ja auch sehr, sehr gerne noch ein bisschen Öl gesehen. Vielleicht haben wir hier noch Glück in dem schwarzen Loch, was wir dann noch machen. Ne, wir machen erstmal das andere schwarze Loch noch weg in der nächsten Folge. Und dann hoffen wir hier einfach mal auf Glück, dass da vielleicht irgendwo noch ein Stückchen Öl dazwischen liegt.
Ansonsten verabschiede ich mich erstmal von euch. Das war eine Runde Factorio hier in dem Digi-Szenario. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.